Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es besteht kein Zweifel daran, dass Infrastrukturvorhaben in Deutschland beschleunigt, und zwar also stark beschleunigt werden müssen. Aber es besteht großer Zweifel daran, ob das Gesetz, was Herr Buschmann hier vorgelegt hat, dazu tauglich ist. Na, eigentlich besteht kein Zweifel daran, es ist untauglich dazu. In der letzten Sitzungswoche war ich noch ganz optimistisch und habe gesagt, Herr Buschmann, vielleicht wird das noch was im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses. Es wurde auch was draus. Aus dem kleinen Murks wurde großer Murks, Herr Buschmann. Respekt zu dieser Leistung. Es war schon bemerkenswert, dass alle Sachverständige, die Vorredner hatten darauf hingewiesen, alle Sachverständige unisono, dass sie das aufregt, glaube ich. Denn sie sind für diesen Murks damit verantwortlich. Es war schon bemerkenswert, dass unisono alle Sachverständigen dieses Gesetz zerrissen und zerpflückt haben, harsche Kritik geäußert haben. Das wundert mich nicht und wundert uns auch nicht, weil aus kleinen Murks macht man großen Murks, da kann man nichts mehr ändern. Ein Großteil haben sie ja geschreddert von ihrem Gesetz, aber der große Wurf ist es trotzdem nicht geworden. Die wahren Probleme liegen ja nicht im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, auch darauf haben alle hingewiesen. Die wahren Probleme liegen woanders, und zwar in der unzureichenden Personalausstattung schon vor Ort bei den Planungsbehörden. Es gibt auch keine Fachkräfte mehr auf Planungsebene. Da muss angepackt werden, da müssen auch die Länder ran. Das würde die Sachen, die Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland nach vorne bringen. Bemängelt wurde auch der exzessive Einfluss von Unions- und Völkerrecht, der die deutschen Planungsvorgänge massiv überlagert und lähmt. Auch da muss rangegangen werden. An die Wurzel des Übels müssen Sie herangehen. Herr Buschmann, schließlich die unzureichende Personalausstattung der Gerichte, auch die wird nicht dazu führen, dass hier irgendwas beschleunigt wird durch dieses Murksgesetz, was Sie vorgelegt haben. Hinzu kommen die Möglichkeiten, die Prozesse hier zu verschleppen durch Terminfindungsprobleme. Der frühe erste Termin wurde angesprochen. Den gibt es schon in anderen Rechtsbereichen. Auch da hat er nichts gebracht, dient meistens nur dazu, Verfahren nicht zu beschleunigen, sondern Verfahren zu behindern. Im besten Fall, meine Damen und Herren, und sogar die Sachverständige der Grünen hatte darauf hingewiesen, besser das Gesetz sein zu lassen. Dieses Gesetz verschlechtert im besten Falle nicht. Es wird nichts verbessern. Verbessern würde es, wenn unserem Entschließungsantrag gefolgt würde. Denn es gibt noch eine weitere Ursache für die Blockade, für den Investitionsstau, für den Innovationsstau in Deutschland. Und das ist die Klageindustrie aus BUND, NABU, Deutscher Umwelthilfe und ähnlichen linksextremistischen vorpolitischen Gruppierungen, die jahrelang ja auch am Steuerbusen der CDU-CSU genährt wurden. Inzwischen erkennt die CDU-CSU Gott sei Dank ihren Fehler und ist da auf einer Linie mit uns. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, das Gesetz, was Sie vorgelegt haben von der hellbraunen Koalition, ist eine peinliche Nullnummer. Es geht. Ja, sehen Sie mal, es geht an der Realität vorbei. Herr Gremm, es ist wirklich peinlich, Ihre Zwischenrufe hier. Also wenn die Leute draußen hören können, was Sie hier zwischenplärren, ich glaube, die Wiederwahl wäre bei Ihnen nicht mehr gesichert. Also, es ist eine peinliche Nullnummer, was Sie hier vorgelegt haben, meine Damen und Herren. Die Expertenanhörung hat Sie kaum beeindruckt. Es ist Zeit für einen Wechsel, Zeit für blaue Mehrheiten in diesem Bundestag, um Deutschland nach vorne zu bringen. Vielen Dank. Nein, das wollen wir hier alle nicht. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Ulig.